der Pelzerbund, der stärkste Bund der Gast. Hey! Wer uns Pelzerbund kennt, das ist der Rast. Ganz leckeres Essen gibt es hier bei diesem tollen Fest vom Spargelhof Zein, hier bei dieser Obst-, Spargel- und Weinwanderung. Und hier haben wir jetzt den Meisterkoch. Stellen Sie sich mal bitte unseren Zuschauern vor. Karl Forschner, ich selbst bin Metzgermeister. Wir führen das Schützenhaus in Ladenburg und unsere Köche und unsere Mannschaft ist für die Zubereitung der Speisen hier vor Ort zuständig. Wie kommt es, dass jetzt Sie von Ladenburg hierher nach Erpoltsheim kommen? Über einen Bekannten, der Besitzerin vom Spargelhof Zein, wurde ich angesprochen, ob ich das Essen hier übernehmen könnte. Und dadurch hat sich das Ganze ergeben. Jetzt sind wir hier und sorgen dafür, dass die Leute ein gutes Essen bekommen. Das heißt also, Qualität wird weiter erzählt? Ja, auf jeden Fall. Das ist unser Pluspunkt. Wir haben viele Stammkunden, die nur über Werbung, über Mund-und-Mund-Propaganda zu uns kommen. Wenn jetzt natürlich jeder sich fragt, ja, wo gibt es denn das gute Essen, dann kann man natürlich in Ladenburg zu Ihrem Schützenhaus kommen. Jawohl, jederzeit. Wir haben täglich ab 11 Uhr geöffnet und haben auch durchgehend warme Küche. Montag bis Sonntag ab 11 Uhr, bis wie viel Uhr? Bis die letzten gehen, normalerweise 22 bis 24 Uhr. Bei Feierlichkeiten kann es auch etwas später werden. Das ist das Schützenhaus, wunderbar. In welcher Straße für das Navigationsgerät? Das ist der Neuweg 8 in Ladenburg, etwas außerhalb von der Ortschaft, bei den Bauernhöfen Neubootsheim. Fantastisch und schade, dass wir hier jetzt kein Geruchsmikrofon drin haben, weil einem läuft das Wasser im Mund zusammen, was man hier riecht. Ist ja fantastisch. Was machen Sie denn so in der Regel an leckeren Essensgerichte? Hier vor Ort machen wir jetzt Spargelvariationen, einmal den weißen Spargel mit Schinken oder Schnitzelsauce Hollandaise. Was der Renner ist hier, sind die grünen Spargel gebraten mit Knoblauch. Bei uns im Lokal haben wir eine deutsch-mediterrane Küche mit täglich wechselnden Karte. Wöchentlich verschiedene Spezialitäten, frisches Wild von den Jägern, alle zwei Wochen ein Grillabend. Es gibt auch ein Infoblatt, das jederzeit bei uns ausliegt oder online unter News zu erfahren ist. www.forschners-schützenhaus.de. Fantastisch. Wenn jetzt jemand Fragen hat, kann er auch Sie anrufen? Kann jederzeit anrufen, entweder im Geschäft die 06203 402 850 oder mich direkt übers Handy die 0171 777 8218. Sie schlachten selbst hinter Ihrer Gaststätte. Das gibt es selten. Erzählen Sie das mal bitte den Zuschauern. Schlachten selbst tun wir im Schlachthof, aber das Fleisch wird auch im Schlachthof zerlegt. Aber wir produzieren alle Wurstwaren, die wir verkaufen, produzieren wir alle selbst. Wir kriegen auch immer frisches Wild von den Jägern direkt vor Ort geliefert und verarbeiten das je nachdem nach Saison und je nachdem, was wir frisch kriegen, vom Wildschwein über Reh bis zum Hirsch. Und alle Fleischspezialitäten werden von uns selbst gemacht, zubereitet. Auch die Salate werden selbst gemacht, die Soßen werden noch gekocht wie früher im Kessel zwei Tage lang, dass wir alles wirklich auch frisch haben. Danke. Vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Die Zuschauer danken auch und wir freuen uns. Vielleicht sehen wir uns auch bei Ihrem Schützenhaus in Ladenburg. Und viel Erfolg noch hier in Erpoltsheim. Vielen Dank, wir würden uns freuen, wenn wir Sie wiedersehen. Danke. Ei, du Bocke, ei, du Schere, ei, du Rümpfe, du Kamel. Ey, was bist denn du verheerer? Warum guckst du dann die Schere? Gehäng da mit am Schulkopf und bist am Olderleus. Wann ich da auf der Badeklub, dann drehst du dich im Kreis. Und Sturmwoll, hier, hier. Zu Spargelhof sein. Und haben also das alles hier aufgebaut und wollen den Gästen einen wirklich schönen Samstag und Sonntag bereiten. Wir haben hier ja komplett eine Gastronomie erstellt mit Notstromaggregaten, mit Wassertanks, 4000 Liter, mit Spülküche, mit einer kompletten Küche, mit Getränkewagen, mit Kühlwegen. Eine komplette Infrastruktur gebaut, wie es an für sich ist, wenn man ein Lokal hat. Aber hier sind wir auf freiem Feld. Wir haben kein Wasser, wir haben keinen Strom, wir haben nichts. Wir sind also total autark hier und müssen uns hier auch autark darstellen und müssen hier diese Infrastruktur aufbauen, was natürlich viel im Managementarbeit macht. Das heißt also, wenn jemand ein Event vorhat, das in so einer schwierigen Umgebung zu bewerkstelligen wäre, könnte er sich an Sie wenden.
Ja, natürlich. Wir sind da die richtige Firma. Wir haben auch unsere Subunternehmer dazu, die mitmachen. TV Überregional. Und verfälschter Pelzer-Dialekt.